Hey Leute, ich bin's Emma von Emma Maustasche Roblox und Co. Und Leute, heute gibt's mal wieder ein Video. Und ich saß selber und ich zeig euch einfach mal all meine Pferde. Ich habe nicht besonders viele und so. Aber ja, ich zeig's euch einfach trotzdem und ich habe auch nicht viel ausgelevelt. Also ja. Und ich muss euch eine Info geben. Und zwar bin ich jetzt erstmal für einen Monat, sage ich mal, weg. Aber ich werde wahrscheinlich, wenn ich schaffe, Videos aufnehmen. Auch wenn ich im Moment wirklich nicht aktiv bin. Ich versuche jetzt aktiver zu sein. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Ich gucke, ob ich unterwegs Videos aufnehmen kann. Der Ton wird ein bisschen schlechter sein, weil ich da ein anderes Mikrofon benutzen werde. Aber ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, jetzt fangen wir auch gleich an mit dem Video. Ja, also auf alle Fälle, das erste Pony oder das Pferd, was ihr seht, ist das Welsh Pony. Auf dem sitze ich gerade. Ich liebe diese Welsh Ponys. Ich finde die irgendwie sehr süß. Keine Ahnung, ich mag die einfach übelst gern. Ich habe hier vorne auch noch eins. Ich steige einfach mal schnell ab. So, ich habe einmal schnell hier den Sattel von meinem Pferd weggemacht, also vom Welsh Pony. Genau, ich habe zwei Welsh Ponys. Einmal Caramel Rain, den habt ihr ja schon gesehen. Ich hatte den ja die ganze Zeit, oder bei den Quests nach Ebrona da benutzt. Dann fand ich die halt so süß und die haben mir irgendwie Glück gebracht. Keine Ahnung wieso. Dann habe ich mir hier noch den Schimmel gekauft. Ja, genau, das sind jetzt die zwei Welsh Ponys. Da kommen sicherlich noch welche dazu. Also den Rappen, ich liebe Rappen. Den werde ich mir safe noch kaufen. Dann haben wir hier das Clubpferd. Das ist leider noch nicht ausgelevelt. Ja, das ist der schwarze Lusitano. Ja, manche Pferde haben noch Schabracken drauf. Ich habe die irgendwie nicht abgemacht, weil ich so schlau war. Der Araber, der ist auch noch nicht ausgelevelt. Lol, okay. Also der hat auf alle Fälle auch noch Schabracken drauf. Eigentlich könnten wir die mal abmachen, ne? Ich glaube, ich tue die mal schnell runter und tue die dann später in den Schrank. Warte mal, habe ich da noch Hufeisen? Oh mein Gott. Okay, gut. Ja, ich bringe das dann gleich in den Schrank, also am Ende vom Video. Hier habe ich noch einen Araber. Der ist auch nicht ausgelevelt. Doch, der ist ausgelevelt. Hier drüben habe ich den Lusitano von meinem Club. Ach, zu meinem Club muss ich auch noch sagen, ich habe meinen Club aufgelöst. Also, den Club gibt es nicht mehr. Erstens mal war ich fast nur alleine drin. Es waren nicht mehr viele drin. Und ja, ich habe einen anderen Club gefunden, der sehr cool ist. Und in dem bin ich jetzt. Und deshalb, ja, genau. Also, den kennt ihr vielleicht aus dem Video. Das ist das Clubpferd gewesen. Deshalb habe ich den natürlich noch. Lol. Ich habe hier noch einen Gotland Pony. Ich glaube, ich habe zwei. Das ist auch nicht ausgelevelt. Das ist Level 1. Und hier ist noch ein Finnhorse. Es ist auch Level 1. Gut, aber ich finde die irgendwie einfach richtig knuffig. Ja, ich weiß noch nicht, wieso ich den nicht ausgelevelt habe. Dazu sagen wir einfach nichts. Haben wir hier mein englisches Vollblut. Ja, da ist auch noch Zeug drauf, lol. Ja, den habe ich auch irgendwie nicht mehr geritten. Habe ich auf Level 12 gebracht und dann hatte ich keinen Bock mehr. Hier haben wir meinen Isländer. Auf alle Fälle, ich finde die so knuffig. Ist ja auch erst auf Level 2. Ja, ich finde die so knuffig. Den level ich definitiv noch, also keine Angst. Ach ja, Moonlight hieß das doch. Ja, das ist noch ein Gotland Pony. Den habe ich bitte ausgelevelt. Und hier ist nochmal ein Finnhorse. Ja. Der ist auch ausgelevelt. Ja, dann haben wir in den Boxen noch Pferde. Ach Gott, Caramel Rain habe ich und Caramel Candy. Okay, gut. Der Name passt so null. Das Curly Horse. Das bin ich auch sehr, sehr fleißig geritten, wie man sieht. Also ich habe viele Pferde, die ausgelevelt sind, leider. Jetzt, ich habe ja drei Finnpferde oder Finnhorses, wie auch immer man die jetzt nennen will. Das wusste ich nicht. Der ist auf alle Fälle ausgelevelt. Oh mein Gott. Das jorvigische Starter-Pony da. Das war das erste Pferd oder Pony, was ich gekauft habe. Und ich kann mich daran noch voll gut erinnern. Ja, der nächste ist der Araber Pinto. Oh, der hat eine Schabracke drauf. Den mag ich einfach nicht. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich weiß jetzt nicht wieso. So, das nächste Pferd, was wir haben. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich weiß auch gar nicht. Ich bin gerade richtig los. Welches Pferd ist denn das? Ja, ich wusste nicht, dass ich so eins habe, lol. Ein Seelenross. Da habe ich auch keinen Plan, von dem habe ich auch, glaube ich, nicht gelevelt. Also, nein, habe ich auch nicht. Oh, da ist auch noch eine Schabracke drauf. Also das jorvigische Warmblut, das habe ich, glaube ich, mal in einem Video gekauft sogar. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Ja, das habe ich auch nicht gerade gelevelt. Ja, mein Starterpony, also Starterpferd da, ist auch ein jorvigisches Warmblut. Das muss ich euch nicht zeigen. Ein Fjordpferd, das habe ich, glaube ich, auch nicht gelevelt.
Ja, ist auch nicht wirklich gelevelt, also Level 5 und das war's. Und ich glaube, das letzte, was ich noch habe, ist der Trakehna. Ja, das ist das letzte Pferd, was ich noch habe, den Trakehna. Den finde ich süß, den habe ich auch ausgelevelt. Da bin ich sehr stolz auf mich. Nein, bin ich nicht. Auf alle Fälle, haben wir jetzt alle Pferde? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, ja, jetzt muss ich hier erstmal hier meinen tollen Rucksack ein bisschen ausleeren. Wie auch immer man das sagen will. Gut, jetzt sortiere ich hier schnell aus und schaut euch bitte mal meinen Kleiderschrank an. Der geht gar nicht. Es ist wirklich eine Katastrophe. Hier, so komplett null geordnet. Da sind Sachen drin, von denen ich nicht mal was weiß, aber okay. Also es ist sehr schön geordnet. Ich werde da bestimmt noch ein Video machen, wo ich das hier schön aufräume. Auch wenn ich darauf so gar keinen Bock habe. Wenn ihr Ideen habt für Star Stable Videos, weil ich habe gerade kaum Ideen. Deshalb dieses sehr interessante Video mit den Pferden. Es hat euch bestimmt brennend interessiert. Also wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!